So, da sind wir wieder zurück bei Gothic 1, kurz vor dem alten Lager. Ich bin Chaos AI und wie versprochen sehen wir uns direkt hier vor dem Wolf wieder. Das hat ja beim letzten Mal gerade nicht so gut geklappt, bei denen sind wir gerade gestorben. Ich musste jetzt trotzdem allerdings zweimal schon die Aufgabe neu beginnen. Einmal lag es aber nicht an mir diesmal, sondern an der Tochter. Sie ist nochmal wach geworden und da brauchte sie nochmal kurz meine Unterstützung. So, ah, Mist. So, das war links, rechts, rechts, links. Beim anderen probieren wir nochmal die gleiche Kombination. Nein, rechts, nein, rechts, rechts, links, links, nein, rechts, rechts, links, rechts. Funktioniert. Obwohl ich es vorhin gerade schon mal geöffnet hatte, natürlich hat es diesmal trotzdem nicht hingehauen. Mist. Oh, damals war der falschen Spielstand gespeichert, aber ist nicht so schlimm. So, was ich jetzt gerne tun möchte, auf dem Weg zum neuen Lager, möchte ich gerne noch ein paar Kreaturen töten, um noch mehr Erfahrungspunkte zu sammeln, denn uns fehlt noch eine ganze Menge. Das sollte uns mittlerweile nicht mehr so schwer fallen. Wir sind vom Level ja doch ein ganzes Stückchen weitergekommen im Vergleich zum Anfang, sage ich jetzt mal, und wir haben deutlich mehr Lebenspunkte. Wir haben eine bessere Waffe jetzt. Wir sind sehr gut geworden eigentlich im Umgang mit dem Einhandschwert. Wir müssen uns jetzt überlegen, wie wollen wir uns weiterentwickeln. Bleiben wir in Richtung Schwertkampf? Das heißt, wir müssen, und das ist eigentlich in Gothic 1 keine echte Wahl, müssen uns dann später auf Zweihandwaffen spezialisieren, wenn wir bei Nahkampfwaffen bleiben wollen, weil die Einhandwaffen sind dann später einfach zu schwach. Es macht keinen Sinn, mit denen dann weiter zu spielen. Was macht denn diese Fliege da? Hier bin ich. Bleibst du bei mir? Nein. Gut, die Fliege töten wir jetzt erstmal nicht. Wir machen uns erstmal hier für die Scavenger. Warte. Aber halb so wild. Halb tot. So. Peinlich, aber trotzdem geschafft. Gucken wir mal, ob wir uns um die Blutfliegen hier auch kümmern können oder ob das jetzt zu viel wird mit den verbleibenden Lebenspunkten, die wir hier noch haben. Ja, das lief jetzt suboptimal. Gut, lassen wir erstmal sein, ist egal. Brauchen wir jetzt auch nicht machen. Wir möchten uns ja gleich um Lefty kümmern, der uns wahrscheinlich das übel nimmt, dass wir ihm nicht seine Aufgabe erfüllen, obwohl er es ja uns nochmal aufgetragen hatte. Wir haben aber Horatio auch versprochen, dass wir uns um den Reislord noch kümmern möchten. Ich dachte, die kommen gleich, der kommt gleich her, der eine. Er kommt. Speichere nochmal ab. Ich weiß, das ist nicht so clever, dass schon in dieser Phase ihre Drohgebärde das quasi noch zu tun, aber. Hat ja geklappt. Gleich nochmal. Alle weg. Sehr schön. Und nicht, dass wir jetzt an den Scavengern versagen. Ich glaube es zwar nicht, aber man weiß ja nie. Wow. Gerade eben war mein
auch schon ganz schön schlecht bei denen. Alles geschafft. Sehr rasch. Was hier noch sonst so gibt. In diesen Hütten, vielleicht ist hier noch was zu finden. Ich sehe jetzt erstmal hier in der ersten Hütte nichts. Drüben ist so ein Lurker. Sehr gefährliche Viecher. Geben aber auch gut Erfahrungspunkte im Gegenzug, wenn man sie denn besiegt. Werden wir dann natürlich zeitnah auch versuchen. Wie viele Warane sind hier? 2. Das können wir mal angehen, aber vorher müssen wir auf jeden Fall uns hochheilen, weil sonst werden wir das nicht schaffen. Ich probiere es einfach mal. In der Hoffnung, dass erstmal nur einer kommt und ich den schon ein bisschen vorschädigen kann. Ja, gut, hat funktioniert. Und dann müssten wir jetzt nur noch den zweiten besiegen. Also bei den meisten Tieren ist es so, für den Fall, dass ihr es dann selbst nochmal spielen wollt, weil euch das jetzt so vom Hocker reißt, dieses Spiel, möchte ich auf jeden Fall die Empfehlung aussprechen. Die meisten Tiere sind leichter zu besiegen, indem man immer links rechts schwingt und zurück. Das ist besser als auf die Viecher zuzugehen. Das kann man auch mal machen, um einfach zu testen, wie es gegen normale Menschen ist. Eigentlich gegen die meisten Gegner ist es so. Nur bei Gegnern, die jetzt quasi noch irgendwas an Fernkampfwaffen benutzen, da kann man schon drüber nachdenken, dass man lieber die Nahkampfwaffe mit der Nahkampfwaffe auf ihn zugeht weiter. Ne? Das ist dann schon logisch, aber in den meisten Fällen ist es besser, links rechts zu schwingen. So, wir bräuchten eigentlich mal ein Bett. Wahrscheinlich hast du recht. Ich guck mal, ob ich an Lefty vorbeikomme und erstmal zu den Bauern betten kann. Ganz ruhig, alles in Ordnung. Also es geht offensichtlich nicht mehr einfach hoch. Einfach nur erstmal kurz mich regenerieren, ohne jetzt alle meine Pflanzen aufzuessen oder Tränke aufzubrauchen. Und dann gehe ich nochmal zu Lefty und dann wird er mir sagen, ey, warum warst du denn gestern nicht auf den Feldern? Warum hast du nicht das Wasser verteilt? Die Leute verdursten alle, das ist alles deine Schuld und ich bin ja der Beste hier und überhaupt. Und um sowas zu vermeiden, schlafen wir jetzt mal bis mittags. Und gehen dann zurück zu Lefty. Ich verspreche euch, in dieser Folge werden wir noch Bandit. Oh nein, das hätte ich nicht versprechen sollen. Ich verspreche euch, dass ich mein Bestes tun werde, hier noch Bandit zu werden in dieser Folge. Hey du,
Ich habe dir doch gesagt, du sollst den Bauern Wasser bringen. Ich mag es nicht, wenn man mir Sachen verspricht und sie dann nicht hält. Weg mit der Waffe, weg! Netter Kampf. Okay. Das war mein erster Versuch. Ich wollte jetzt mal nur zeigen, wie es ist, wenn man, Weg mit... Kein Glück. Aber ich hätte dir auch gerne die Fresse poliert. Hey du, ich habe dir doch gesagt, du sollst den Bauern Wasser bringen. Ich mag es. Ein Kampf. Netter Kampf. Nie wieder. So war es jetzt aber wirklich nicht geplant. Das hätten wir geschafft, das hätten wir geschafft. Habt ihr gesehen? Lass uns lieber über was anderes. Hey du, ich habe dir... Ich... Weg mit der Waffe, weg damit! Der hat genug. Das ist das, was ich meinte. Es ist halt wirklich viel, viel besser. So, jetzt kommt der. Der Reislord. Der bekommt auch noch aufs Maul. Keine Sorge, der ist nächstes, als nächstes. Aber jetzt muss ich erstmal meine Lebensenergie wieder auffrischen. Aber ich glaube, was wir jetzt dafür auf jeden Fall gut gemacht haben, ist, wir haben eine neue Waffe. Eine Waffe, die deutlich stärker ist. Und die werden wir gleich im Schädel des Reislords versenken. Denn der hat es nicht anders verdient. Zumindest laut Horatio. Gucken mal, ob das so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Also, jetzt sieht es wieder noch mehr danach aus, als würde ich mein Versprechen halten können. Ich frage jetzt mal den Lefty, ob er mal ein bisschen Wasser... Das wäre cool, man. Manchmal wären noch ein paar Antworten, die man nicht geben kann, ganz cool. Du hast mir ganz schön aufs Maul gehauen, Mann. War ein guter Kampf, aber jetzt ist gut. Na, mein Freund? Mann, was willst du? Die Bauern sehen durstig aus. Ich kümmere mich drum, mach dir keine Sorgen. Aha. So läuft der Hase. Ja, ich meine, Gewalt ist keine Lösung, aber... So kommt der hier schon mal gut, schon gut. Selbst schön. Versuch das nicht nochmal! Das war viel zu. Einfach um mich rumlaufen. Huch. Nein, nein, nein. Du es nicht. Es sieht so aus, als wenn das Spiel gerade hängen geblieben wäre. Pass auf, da ich das jetzt nicht gerade alles nochmal komplett aufnehmen möchte, geht's gleich weiter. Eine Sekunde bitte. Da, ich guck, ob ich das rausschneiden kann am Ende. Mit der Waffe. Wir haben damals mehr ausgehalten. So. Der Penner hat es nicht anders verdient. Das könnt ihr mir glauben. Und jetzt geht's endlich wieder normal weiter. Wir sagen Horatio jetzt Bescheid, dass wir ihn besiegt haben. Und nehmen dafür den ersten Speicherstand. So, einmal frei. Danke für deine Hilfe. Nutze dein Wissen für die gerechte Sache. Und nur dafür. Natürlich. Danke. Nutze. So. Der will gar nicht mit uns reden. Sein Stab ist sogar etwas teurer, aber schwächer als
unsere Waffe. Oder Lefties alte Waffe. Du hast mir ganz schön aufs... Na, mein Freund? Mann, was willst du? Die Bauern sehen durstig aus. Ich kümmere mich drum, mach dir keine Sorgen. So, ich gucke jetzt nochmal, ob Horatio jetzt noch was anderes sagt. Nee. Gut. Wir sind jetzt jedenfalls kein Wasserträger mehr. Wir haben jetzt eine deutlich stärkere Waffe. Jetzt nehmen wir uns noch das Lurker-Problem an. Und wir werden noch Bandit. Ich will hier auf jeden Fall noch Bandit heute werden. Und das wird nicht leicht, das jetzt rechtzeitig noch zu schaffen. Vor allem, wenn wir den Lurker noch vorher umbringen möchten. Ich weiß noch nicht, wie schwer das sein wird. Wenn mich nicht alles täuscht, hatte der eine ungünstige Reichweite, um ihn aus sicherer Entfernung zu töten. So, wir speichern noch mal ganz kurz. So, und ab jetzt wird der nächste Speicherstand verwendet, damit wir all das sicher gesichert haben. So, der Lurker war hier oben links auf dem Damm. Wir werden ihn beginnen mit dem Pfeil anzuschießen. Ich weiß nicht, ob und wie viel Schaden wir ihm mit dem machen, weil ich glaube, der Bogen ist jetzt nicht so berauschend gut. Und er muss auch mal stehen bleiben. Jetzt treffen wir den nicht. Nee, wieder. Jetzt aber schnell. Also ihr seht oben, es macht nicht viel Schaden, aber wir machen Schaden. Oh, das war gerade die dritte Treffer. Und er kommt nicht einfach dran, das ist das Wichtigste. Selber Schaden zu kassieren. Und das nur durch Schwingen links, rechts, links, rechts, links, rechts. Ja, später bei größeren Gegnern, vor die ich aber jetzt noch nicht spoilern möchte, geht es dann nicht mehr so einfach. Dann braucht man wirklich schon ein Zweihandschwert, um sowas zu gewährleisten. Einfach, weil man gegen größere Gegner natürlich eine größere Reichweite benötigt. So, jetzt können wir Homer voller Stolz verkünden, wir sind dein Held, wir haben den Dammlurker getötet. Er wird nicht mehr hier störend sich auswirken. Ich mache vorher einen kleinen Speicherstand, und zwar werden wir jetzt den Speicherstand weiterverwenden. Ich habe das Biest erledigt. Gut. Ich habe schon zusammen mit einigen von Reislords Leuten die Schäden behoben, die es bisher angerichtet hat. Jetzt kann ich mich endlich mal wieder in Ruhe schlafen legen. So, als nächstes kümmern wir jetzt uns um Shrike Sütel. Langweiliger Kampf. Wer hat gesessen? Das ist nämlich jetzt unsere Hütte. Der Kampf ist entschieden.
Der hatte eine Stachelkeule und die dürfte, glaube ich, ist schwächer als unsere. Interessanterweise, das hätte ich gar nicht erwartet. Aber okay. Die Truhe ist leer. Das ist jetzt unsere Hütte. Du wirst wenig Zeit haben, das zu bereuen. Das werden wir sehen. Willst du dich nochmal mit mir anlegen? Du? Mach, dass du wegkommst. Wir sprechen uns noch. Vielleicht. Hey, vielleicht du! Wollte der uns gerade anmeckern, dass wir hier in seiner Hütte sind? Hoffentlich für ihn. So, jetzt gehen wir zu Laris. Und werden endlich Bandit. Ich habe Diego die Liste übergeben. Gut. Ich habe bereits Leute auf dem Weg zur alten Mine postiert. In diesem Moment liegen Toros Gardisten schon tot im Wald. Sie haben den Konvoi schon überfallen? Was ist mein Anteil bei der Sache? Geh zu Gorn. Er wird dir etwas geben. Ich kenne Gorn. Er ist kein Mitglied der Bande. Er ist ein Söldner der Magier. Ja, das ist richtig. War er an der Sache beteiligt? Es ist nicht gut für dich, wenn du zu viel weißt. Geh einfach zu ihm und hol dir deinen Anteil ab. Wahrscheinlich hast du recht. Reicht das, um bei euch aufgenommen zu werden? Das will ich meinen. Und ich habe sogar ein Geschenk für dich. Eine bessere Rüstung. Nicht viel. Aber du hast sie dir verdient. Wir haben uns jetzt die 400 Erz gespart. Wir probieren... Ach, was soll's. Ich hab die 400 Erz. Gut. Sehr gut. Ich denke, das reicht jetzt. Und was soll ich jetzt machen? Du bist jetzt ein Mitglied unserer Bande. Es steht dir frei zu tun, was du willst. Wenn du dich nützlich machen willst, geh zu Mordrak und unterstütze ihn bei der Sektensache. Ach, seht ihr, wir sollten noch zum Mordrak. Weil ich es mir nicht aufschreiben konnte, habe ich nicht dran gedacht. So ein Ärgernis. Der Quatsch wird. So, wir sind jetzt Bandit, wir haben eine neue Rüstung. Und damit man mal sieht, hier, dreimal so gut wie die alte und zusätzlich noch Schutz vor Pfeilen. Also, jetzt sind wir schon ein richtiger Bad Boy. Keine Sorge, das mit dem Dialekt kommt nicht häufig vor. Das war nur ein kleiner Spaß. Hallo, Marshall. Lass uns lieber über was anderes reden. Erstmal also abwarten. Es wird nicht so heiß gegessen. Verlass Hallo. Auf jemanden und du bist verlassen. Das ist eben so. Laris sagt, ich soll dich bei der Sektensache unterstützen. Siehst du? Ich dachte mir, ich müsste mich nicht selbst drum kümmern. Soll ich die Sache ganz allein erledigen? Das schaffst du schon. Hör zu, es geht darum rauszufinden, was an dieser ganzen Beschwörungsklamotte dran ist. Ich weiß, dass die Sektenspinner eine große Anrufung planen. Ich persönlich glaube ja nicht an den Schläfer. Aber eins steht fest. Die Gurus sind mit mächtiger Magie im Bunde. Und es ist besser, wenn wir wissen, was da abgeht. Soweit alles klar? Ich kann schon sagen. Werd sehen, was ich ausfinden kann. Sobald du genau weißt, was sie im Schilde führen, melde dich. So, nur mal ganz kurz. Eigentlich hätte er vorher mir mit, also als wir ihm die Botschaft überbringen sollten, gesagt, ja, das wird sich schon erledigen, da brauche ich mich noch nicht zu kümmern, bla bla bla. Tja. Und jetzt hat er gesagt, siehst du, ich muss mich nicht darum kümmern. Das wäre schon lange geklärt. Oh, nö. Ich will ihm seine 200 Erz nicht geben. Es gibt auch überhaupt keinen Grund mehr, warum ich das tun sollte. Mittlerweile ist es nicht mehr so viel Erfahrungspunkte, die man da bekommt. Also relativ gesehen. Wir gehen jetzt kurz zu Gorn. Da hinten läuft einer übelst verworren rum. Gorn möchte uns nämlich, wie wir gerade so gehört haben. Also ich glaube kaum, dass ich daran was. Man muss eben aufpassen, Geld was man so geben oder irgendwas anderes. Wer weiß. Man muss eben aufpassen. Gucken mal. Ich glaube kaum, dass ich daran was. Früher wäre das.
Oh, ich muss jetzt ausgerechnet was saufen. So. Das passiert mir nicht nochmal. Shrike hat sich eine andere Hütte gesucht. Gut. Gerade noch hat mich Tarloff darauf angesprochen, dass er dem Burschen das Fell über die Ohren ziehen wollte. Wie kommt es, dass du dich an einem Überfall der Bande beteiligt hast? Wer sagt, dass es so war? Warum hast du sonst so viel von dem Zeug? Denk bloß nicht, dass das alles von einem Fischzug kommt. Du beteiligst dich regelmäßig an den Überfällen? Wenn es so wäre, könnte ich es dir nicht sagen. Lee sieht sowas nämlich gar nicht gerne. Verstehe. Bis später. Ein Problem. Ich dachte, das wäre schon lange geklärt. Der Lee mag das also nicht. So, aber an dieser Stelle würde ich die Folge beenden. Die war ja wirklich chaotisch. Falls ich zu viel rausgeschnitten habe, folgendermaßen ist nämlich gelaufen. Das Spiel ist bei dem Kampf gegen Lefty danach andauernd abgestürzt. Ich habe es dann so versucht, also ich werde es so versuchen zu schneiden, dass man den erfolgreichen Kampf sieht, mit dem ich Lefty vernichtet habe und danach den Rice Lord. Ich muss schauen, ob es geht, wie es geht oder ob ich es neu aufnehme. Mal schauen. Vielleicht werde ich es auch erstmal so in die Liste reinnehmen und später nochmal remastern. Ich habe ja den Speicherstand vom alten Lager und zeige dann, was in der Zwischenzeit passiert ist, nochmal in einem extra Video, was dann alternativ eingesetzt wird. Gut, das war's. Ich hoffe, es hat euch trotzdem irgendwie gefallen und gerne wieder Daumen hoch und Abos und so. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.